Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Palme, herzlich willkommen zurück bei K-Mechanik Simulator 21 und ihr seht schon, ja, die Halle ist größer geworden und wir haben auch alle Teile und das liegt daran, dass wir im anderen Spielstand sind. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, sogar die Maschine haben wir. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich habe, guck, hallo Lager, ich hatte ja letztes Mal gesagt, guck mal, was ich alles im Lager habe, habe ich gesagt, guck mal, was ich alles im Lager habe. Schrottplatz, alles reparierte Teile. Ja, ich weiß schon. 36 Teile. Ich hatte diesen 12-Zylinder gefunden und den wollte ich ja gerne reparieren. Nur wie gesagt, der kostete kaputt in der Anschaffung schon 75.000. Die habe ich natürlich auf dem anderen Spielstand nicht. Hier seht ihr oben rechts in der Ecke 1.091.000. Also, ja. Hier ist das Geld da. Das Auto ist auch gekauft. Und zwar befindet es sich im Parkhaus Garagen-Dings hier. So, und zwar, wir können ja mal gucken, was haben wir denn hier überhaupt auf dem Spielstand an Autos. So, wir schauen mal. Ach, guck mal, einen kleinen Nissan. Ja, ein Salem, der ist auch schön. Ein mit diesem Heck oben, mit dieser Flosse drauf, sehr schön. Ja, den habe ich, warum habe ich den denn mitgenommen? 537 PS vielleicht. Deshalb. Ja, der ist natürlich der Klassiker. Ich komme an dem Wagen nicht vorbei, Elvis, ne? Aber ich habe mit Elvis nichts zu tun. Ich mag Elvis gar nicht. Das ist ein Auto. Das Auto ist einfach der Hammer. Also unglaublich. Ja, wo ist er denn eigentlich? Da, das ist er. Das ist der 12-Zylinder. Und ja. Der ist gar nicht, guck mal, 456 PS, der ist gar nicht so eine Rakete, ne? Aber das ist der auch im, also nicht der, den man im Filmchen kauft, das ist ja so ein Volvo. Aber wenn man dann ins Spiel reingeht, wo dann steht Spielen, Tutorial und, da ist ja so ein Auto im Hintergrund und das ist der, würde ich sagen. Was haben wir noch? Hier, Reihe 2, wir haben ja noch ein bisschen. Ah ja, so, ja, da kommen jetzt werden sie langsam doppelt. Gell, ach ja, so ein Bus haben wir auch noch, genau. Und, ah ja, der ist auch schön. Hier hat nur sogar eine Falle, um den zu färben. Naja. Ja, nichtsdestotrotz, wir hatten gesagt, wir wollten den holen. Den holen wir jetzt auch und den werden wir jetzt in die Werkstatt bewegen. Und dann werden wir den mal ganz gemütlich auseinanderbauen. Das wird wohl für 2 Folgen, wird das bestimmt Stoff sein, denke ich mal. Und dann wisst ihr schon mal, was auf uns euch zukommt die nächsten 2 Folgen. Da steht ein gutes Stück. Ich mache schon mal ein Dingens, so ein Fotodings. Moment. So. Nur mal so, damit wir schon mal eins haben. Mach mal auf. Danke. Ja, vielleicht machen wir auch mal so ein Bild. Hm? So ein Bild können wir da auch mal machen, oder? Haben wir auch noch nicht. So, ich bin gerade hier im Bildmodus machen. Ding ins Kirchen. Ja, also wie gesagt, 70.000. Ich habe mir angeguckt. Ich kann ja noch nicht allzu viel, selbst hier kann ich noch nicht allzu viel sehen. Obwohl ich Level 25 bin, mein Gott. Ich habe wieder einen Schluck Kaffee getrunken und schon gibt es wieder den Schluck auf, natürlich. Ja, der Sicherungskasten, das ist erschreckend wenig Platz in dem Auto, so wie es aussieht. Weil der hat nämlich einen Heckmotor. Wir schauen mal auf die Liste. Und zwar, ja, er hat einen Kaufpreis gehabt von 79.500, hat einen Verkaufswert von 71, jetzt so wie er hier steht. Da ist also unser Gewinn schon mal bei 7,5 runter. Wäre also mit dem anderen Spielstand niemals zu stemmen gewesen. Dann würde ich sagen, er hat 176.000 Kilometer gelaufen. Der hat einen Motor von 456 PS und der hat auch nur einen Motor. Er gibt nur den einen. Na, interessant. Wie sieht es denn aus? Ja, zum Teil ist er noch recht in Schuss, ne? Aber wir werden ihn natürlich komplett auseinanderbauen, wie es so ist, ne? Wir machen einen ganz neuen Wagen drauf. Ich will ja wissen, was der wert ist, wenn er wirklich wie neu da steht. Das heißt, wir bewegen dich und zwar geht's ab in die Waschstraße. Mein lieber Freund. So. Auch hier könnte man vielleicht noch mal, wenn wir wollen. Ja, jetzt habe ich die Tür vorne links da drin stehen. Ach so, so geht's vielleicht. So, machen wir noch mal ein Foto. Ja, ist das schön. So, jetzt waschen wir das Auto mal. Da schauen wir mal. So, akzeptieren wir. Ja, natürlich. Mach sauber.
Naja, und ihr seht schon, so schlecht sieht er noch gar nicht aus, ne? Dann machen wir die Innenreinigung. Wir lassen das komplette Programm durchlaufen. Auch die Felgen, das ist alles noch... Das ist alles noch so... Sieht alles noch super aus. Kann man sich schon reinsetzen? Nur mal so. Nur mal so, für dabei gewesen zu sein. Ja, doch. Hat so ein bisschen Wohnzimmercharakter, ne? Mit dieser schrägen Armatur. Da kann man sich so zurücklehnen, ganz gemütlich 300 fahren. Und dann zwischendurch ein bisschen an die Knöpfe spielen. Man hat eine Automatikgetriebe. Ich denke mal, es ist eine Halbautomatik. So, aber, naja, warte mal. So, wir steigen aus. Ach, ich werde mal, warte mal, wir gucken, ob der anspringt. Macht der Brumm? Kein Motoröl? Ja. Das ist ja eigentlich kein Problem. Ein bisschen Motoröl, daran soll es ja nicht liegen. Moment, hinten war der Motor. Kein Fehler machen. Mach mal auf. Mach mal auf hier. Mach mal auf, Kollege. So, naja, der Motor ist dann doch ein bisschen rostig, ne? Wo ist denn hier Öl? Da müsste Öl sein, oder? Ist das Öl? Nee. Da geht das schon los. Wo kommt hier das Öl rein, Freunde? In den Motor. Hallo? Öl? Der muss ja hier irgendwo Öl reintun. Ey, mach mal Öl rein. Nein. Nein. Mach weg. Mach das weg. Hier ist der Luftfilter. Da ist das Getriebe. Ich sehe doch. Und wo kommt das Öl rein? Da ist der Ölmessstab. Den sehe ich schon mal. Aber das Öl sehe ich nicht. Die werden den nicht vorne das Öl reinkippen, oder? Damit das nach hinten durchläuft. Das wäre ja das Dümmste überhaupt. Freunde. Oh, ich guck mal vorne. Oh, man weiß ja nie so genau, ne? Oh, ist ein italienischer Wagen, mein Gott. Was weiß ich, was da geht. Oh, nee. Hier ist gar nichts. Wo hat er denn Batterien und solche Sachen? Okay, ich sehe schon, Das wird so nichts. Nein, nein, nein. Du gehst ab in die Halle. Geh mal auf die 1 in die Halle. Wir bauen die auseinander. Und zwar completo, completo. Mal gucken, was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendeinen alten Kram in der Tasche? Sortiert nach Zustand. Hier alles neu, alles voll grün. Ja, hier ist noch alter Kram. Dann werden wir den alten Kram mal eben los. Und verkaufen den hier. Was haben wir ihn hier? Komm, verkauf. Einfach verkauf. Wir haben zwar hier auch schon diese Hackstation, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich verkaufe den jetzt. Kram. So. Ich weiß zwar nicht, was ich da auseinandergebaut hatte, aber egal. Irgendwas. Irgendwas, um Geld zu verdienen und Punkte zu sammeln. So, dann schauen wir mal. Und wenn es nur eine, die ein Geld ist, ist ja egal. Es sind ja nur noch zwei Seiten. Warum so ein alter Reifen? Was war denn das für ein Reifen? Sommerreifen, also kann nichts Dolles gewesen sein, was wir da zerlegt haben. Da sind wir doch schon durch. So, haben wir gleich nur noch 12 Zylinderteile. Da werden wir alles kaufen müssen, denke ich mal, bis auf so ein paar Gumminuppen oder so. Werden wir wohl den ganzen Kram kaufen müssen. Ja, dann, lass uns doch mal. Freunde, dann lernen wir den auch mal kennen, dieser. Anscheinend habe ich ja noch niemals eine Ahnung, wo man das Öl einfüllt. So. Her mit deiner Schuhe. Du bleibst erstmal hier, mein Freund. So. Drüben. Immer weiter. Ich schraube mal von der Seite. Ihr seht schon hier. Das ist der Normalmodus. Hier wird angezeigt, wo welche Schrauben sind. Deswegen habe ich mich auch gerade sehr gewundert, dass der mir nicht angezeigt hat, wo der Öl rein muss. Aber egal. Bei dem bin ich sehr froh, dass das der etwas einfachere Modus ist. Da werde ich nicht noch lange nicht alles finden. Mach raus mit dir. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Bremsen ab.
Ah ja, das kann man ja alles von hier machen jetzt. Das ist ja sehr praktisch. Oh, hier. Raus damit. So. Bremsbeläge. Bremsscheibe. Runter. So, hier. Lager. Lager ist kaputt. Sehe ich doch. Sieht man doch. Perlalager. So. Ich schraub alles von hier ab. Na, ne, der geht natürlich noch nicht. Das machen wir gleich, wenn er oben ist. Ich würde sagen, wir machen erstmal so weit weiter bei allen vier Rädern und dann machen wir ganz nach oben. Ah ne, wir können ja vorne noch die Sicherung rausnehmen. Das machen wir auch noch. Das machen wir natürlich auch noch. So klar. Machen wir die Radnaben. Hier. Radlager und hier Bremsscheiben. Haben wir was zu schleifen. Jetzt haben wir ja eine Schleifmaschine. Da geht ja alles hier. Hier, für mehr. 12 Zylinder, aber dasselbe Ankerblech, wie alle anderen auch. Wer hätte es gedacht? Kann man doch noch Teile verwenden und die Bremse ist ganz schön im Bach runter hier, mein Freund. Wie kann man denn die einseitig so kaputt fahren? Wo bist du denn gewesen, dass du so die einseitig kaputt fährst, die Räder? Das kann ja auch nicht sein, irgendwie, oder? Ich dachte auch mal was. So. Hinten noch. Juhu, ich komme. Ja, genau. Muss ich sagen, muss ich mich auch dahin lassen. Ja, nur, ach so, die Schrauben, natürlich. Was denke ich mir denn? Natürlich, erst die Schrauben raus. Wo denke ich denn hin? Womit? Und überhaupt? Und generell? So. Ach, oh. Nee, ach ja, das Lager. Erst den Lager. Und wieder nichts. So. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal auf. Machen wir mal auf hier. Was haben wir hier noch? Aufhängen, oder das ist ja alles unten. So, dann machen wir hier die Dinger raus. Alles neu hinterher. So ein teures Auto und kein Deckel für den Sicherungskasten. Ich kaufe ihn nicht. Der hat keinen Deckel für den Sicherungskasten. Ich kaufe ihn nicht, den Auto. So, also die Sicherungen sind schon mal vorne, das wissen wir schon mal. Aber wo wir Öl einfüllen, wissen wir immer noch nicht. Aber wir werden es rauskriegen. Guck mal, der hat zwei Tanks. Nur mal so. Weil besser ist das. Hat er noch irgendwas, was wir von hier vorne ausbauen müssen? Ne, ich sehe nichts. Aber da wir den ja komplett auseinanderbauen, ne, also auch hier Karosserieteile, da soll uns nichts im Weg kommen. Stoß die Stange. Hier, da, Scheinwerfer. Genau. Aufhängung, Karosserie. Ja, das ist alles Karosserie schon. Tür, Scheiben. Wir nehmen ihn komplett auseinander. Den Wagen. Dann werden wir ja sehen, was hier los ist. Das ist schon wieder Karosserie. Ja, das, aber hier. Ah, guck mal hier. Ja, der kriegt eine deutsche Zulassung. Der wird in Deutschland rumfahren, ist ja normal. Solche Autos fahren in Deutschland. Ist ja normal, können wir uns ja hier erlauben. So, das haben wir auch. Die Gläserchen raus. Ich glaube, da ist auch noch da, sag ich doch. Die Tür. Nochmal die komplette Tür, genau. Ja, dann bauen wir hier noch die Sitze aus. Genau, alles neu macht der Mai, der Rainer. So. Nein. Immer wieder, wenn ich in ihm Ansicht bin, falle ich immer wieder gerne auf diesen Trick rein. Ja, dann würde ich sagen, hoch mit dir, mein Freund. Da schauen wir mal, wie es weitergeht. Innen sauber ist er ja. Wir machen erst vorne, oder? Ja, ich denke mal vorne. Machen wir erstmal Lenkung und so. Genau. Das übliche, die üblichen Verdächtigen hier. So. Ja, damit. Bis jetzt sieht es noch normal aus. Noch nichts Außergewöhnliches, außer dass ich das Öl nicht finde. Da komme ich ja nicht so schnell drüber. Stelle ich gerade fest. Das hat ein Nachspiel. So. Wenn der Motor raus ist, wird er ganz schön an Wert verlieren, der Freund.
So, hier. Nein. Mal zurück. Ich geh sofort zurück. Ich will nicht den Tank. Ach komm, dann nehme ich den Tank eben. So, und dann nehme ich eben den Tank. So, guck mal. Hohoho, was ein Motörchen. So, aber eigentlich wollte ich hier hin. Ich wollte hier eigentlich die Spurstange rausgenommen haben. Ah, von hier hinten, natürlich. Ist doch normal. Ist doch normal. Mit einem besonders langen Arm kann man den da rausziehen. So. So, dann haben wir die Lenkung schon. Also die Lenkung, und das ist alles wie bei anderen Autos auch bisher. Keine Überraschung. Außer, dass die Seite total verrostet ist und die andere nicht. Da hat er schon ein bisschen einseitig in der Garage gestanden. Also der war vom Scheunenverkauf war der, genau. Der stand in der Scheune. Wahrscheinlich war die Scheune an einer Stelle undicht. So, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wie soll der denn sonst so einseitig gerostet sein, ne? Weiß auch nicht, ne? Vielleicht doch. Hier. Ach, ey, machen wir hier. Stabilisator. So, dann sind wir auch vorne schon fertig. Mehr oder weniger. Jetzt geht's an den hinteren Bereich. Und ich weiß immer noch nicht, wo das Öl reinkommt. Aber wir fangen uns hier. Wir fangen an hier mit den Rädern, wie immer. Hier, machen wir hier. Ach, guck mal, hier fangen wir an. Okay. Hier fangen wir an. Ach. Stoßdämpfer, so der Stabilisator. Machen wir hier sprühsprüh. Interessant wird es, wenn wir den Motor rausgehoben haben. Und der auf dem Tisch ist. Da kommt man sich vor wie ein Arzt, wenn der auf dem Tisch ist. Dann wird es interessant. Also da ist schon mal der Bremskraftverstärker. Da ist ABS-System. Also nicht Bremskraftverstärker, ABS-System ist da. So, guck mal. Das war eigentlich schon. Da drüben. Wo ist er? Da, genau. Stoß den Dämpfer. Bin ich mal gespannt, was da für Überraschungen noch kommen. Schrauben sich verrostet. Total die Überraschung. Den weg. Ja, nehme ich doch raus einfach. Mein Gott, ist eigentlich so kompliziert. Jawohl, entscheiden wir so. Und wo kommt Öl rein? Wir machen mal, der Getriebe sieht überraschend gut aus. Auch wenn die Schrauben jetzt verrostet sind, aber der Getriebe scheint in einem super Zustand zu sein. Ein so ein Teil, weil ich auch nicht verdonnern möchte. Weil ich nicht kaputt machen möchte. Die nehme auch schon mal raus. Auch das scheint ganz gut auszusehen. Aber war natürlich, ne? Da sind ja Teile, die man nicht reparieren kann hier in dem Spiel. Also muss man die wahrscheinlich neu kaufen. Das kann man reparieren. Habe ich erzählt, wie unrealistisch das ist? Ich glaube, mehrmals schon. So, der hatte keinen Anlasser, der Freund. Da ist kein Öl drin, hat er gesagt. Ne, da kann ich den einfach ausmachen. Ja, so, das ist ein gutes Stück. Das ist der Motor. Das ist alles. Da fehlt doch noch. Freunde, da fehlt doch noch was. Hier, der zum Beispiel. Ah, den kriege ich noch von oben, ne? Zugang vom Motorraum, genau. Das auch. Ja, immer noch nicht ganz weg, meine Güte. Ja, und jetzt schwirre ich hier um den Motor rum, sehe die Drosselklappen und sehe immer noch keinen Öleinlass. Ist ja erschreckend. Guck mal da. Da ist er. Da ist er, der Öldeckel. Naja, jetzt ist rum. Jetzt ist rum. Weil rum ist. Komm runter. So, hier. Guck mal den Kran. Jawohl. An die 1, bitte. Guck mal, der stellt den auch hinten hin. Das finde ich gut, dass der weiß, wo ich hin muss. So, hier, Motor raus. Und jetzt wirst du sehen, erschreckend leer. Naja, nu. So, da fehlt ein paar Teile fehlen hier. Ja. Achso, ich muss erstmal hier die doofen Dinger hier machen. Das ist so selten, dass man noch einen funktionierenden Zu- und Luftfilter drin hat, dass man direkt doch tatsächlich vergisst, die Klammern auszumachen. So. Ja, noch nur noch drei. Ja, dann konnte er ja eh nicht mehr funktionieren. Im Spiel.
Im wirklichen Leben schon, aber im Spiel nicht. Im wirklichen Leben kannst du auch ein Gummiband drum machen. So. Der ABS, jawohl. Und der Auto ist leer. Der Auto ist leer. Wir haben alles raus. Ha. Alles raus. Wir haben auch schon alles ab. Türen, Fenster, alles ab. Guck mal, wo der den Gurt hat. Seht ihr das? Da hinten? Wo der den Gurt hat? Enorm. So. Achso, wir können ja hier mal jetzt. Ja, ja, wir müssen ja hier die ganzen Dinger machen noch. Ja. Wir machen alles neu. Alles neu. Macht der Mai, der Reinhard. Jupp. 2, 3, 4. So, dann holen wir mal noch die Reifen runter. Natürlich Schlappens. Mein Freund. Hat der vier gleiche? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Würde mich auch mal interessieren. 2,45, 45, 3,35. Alles klar. 3,35. Das wird nicht ganz preiswert. Ich denke mal, der macht die nach hinten, ne? Die etwas breiteren werden wahrscheinlich nach hinten. Mein Gott, 3,35 rein. Das ist schon... Ja. Ja, doch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Moment. Nee, nicht nach Zustand. Jetzt mach wieder nach Einlagerung. Genau. So. Wo ist er denn? Der dumme Reifen. Ey, Reifen. Alter. 3,35. Mal gucken. Nein. Na komm schon. Lass uns doch mal gucken hier. Sportreifen Ultra. 3,35, 35, 18. 3,35. 3,35. 35, 18. Der kostet ja nur ein Tausender, der Reifen. Da geht er noch. Da, ja, da hätte ich gedacht, der wäre teurer. Ja. So, dann würde ich sagen, aber wie sind noch wer, mein Freund, wenn ich dich jetzt verkaufe? 7.900. Mal eben nur noch 10%. Aber wir müssen hier noch, das dürfen wir nicht vergessen, wir müssen noch die Karosserie wieder auf 100 bringen. Mach mal fertig, für 2,2, natürlich, schweiß mal das Ding. Das soll schon, ne, er soll schon 100% haben hinterher. Wenn schon einer, dann der. So, und jetzt? 8,9. Na siehst du, jetzt ist die Karosserie auf 100%. Den brauchen wir auch nicht lackieren, so wie das aussieht, ne? Aber vielleicht lackieren wir trotzdem. Nur allein für die Farbe. Nur allein für die Farbe, mein Freund. So, dann würde ich sagen, jetzt kommt's. Mach mal hier hin den Motor. Ja, ja, genau den hätten wir gerne. So, ja. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. So. In der Zwischenzeit können wir ja hier schon mal anfangen. Üb. Was sagen denn unsere Teile? Oh, oh. Ach, ja, 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 ja. Ich versuche die mal alle, ne? So. Naja, solange der Grün so breit bleibt, werde ich das wohl so eben hinkriegen. Gell? Ah, ich bin ja ein großer Reparateur, stelle ich gerade fest. Das war einfach. Die Scheiben werde ich natürlich neu holen müssen, aber... So, dann machen wir mal den Ölfilter ab.
Komm ab. Auseinandergebaut. Fertig. So, den raus. Den Burschen. Den Keilriemen. Mach den Keilriemen ab. Wunderbar. Der Tuning-Teile dran? Ich glaube gar nicht. Guck mal, wie komisch, ne? Der eine so, noch so in Ordnung und der andere total verrostet. Noch 12%, da brauchen wir ganz klar 9. So. Eine umgelenkte Rolle. Machen wir auch noch eine Lichtmaschine. Auch die sieht noch ganz gut aus. Machen wir hier noch. Ja. Du siehst nicht mehr so ganz gut aus. Wasserpumpe her damit. So. Dann gehen wir eben rüber. Das sollte man eigentlich gar nicht machen. Wir bleiben jetzt hier. Wir machen das jetzt an einem Stück. Erstmal machen wir jetzt hier die beiden für dich noch. In der Zeit kann ich auch noch in Ruhe einen Schluck Kaffee trinken. Genau. Dann machen wir weiter mit dem Maserati-Motor. Oder was das sein soll. Keine Ahnung, was er darstellen soll. Aber ist garantiert Italiener, wie es ist. Welche Autos lieben Italiener zu bauen? Würde ich sagen. Die auch wieder fertig. Ich glaube, dann haben wir dann die Federbeine haben wir rausgeholt, die Reifen haben wir gemacht. Eine Batterie hatten wir nicht. Nee, aber Öl geht nicht, sagt er. Aber ich habe den auch überhaupt gar nicht abgedrückt. Den Punkt habe ich schon gar nicht mehr mitgenommen. Naja. So, was machen wir hier? Machen wir raus hier. Kraftstoffverteiler, genau. Die Drossel klappen ab. Komm her, du kleine Drosselklappe, so wie sie doch auch. Jupp. Nee, ja nun, bleib doch da drauf, Opa. Deine nervöse Maus. So. Ja. Ach, da sind Schrauben. Siehst du wohl. Gut, dass wir den Normalmodus haben. Die waren nicht. Guck mal, der wird nur mit 4 Schrauben gehalten. Erstaunlich, ne? Ach, die Dinger müssen wir auch noch alle rausmachen. Natürlich. Natürlich. Schande, den Motor so bei uns zu lassen. Naja, mal wohl zu machen. Sonst wäre es ja kein Spiel. Sonst wäre er ja nicht, ne? Sonst wäre er ja fertig. Muss auch mal so sehen, Opa. Guck mal hier, machen wir den Kraftstoff wieder weg. Aber er hat alles normale Teile, sogar der Kraftstoff wieder. Den tunen wir auch nicht. Was soll man da tunen? Der hat jetzt schon 330er Reifen drauf. Der kommt ja, der kriegt ja gar nicht auf den Boden gedrückt. Die Kraft. Mach hier den auch noch ab. Dann sieht es gleich aus. Dann sieht es gleich aus. Wie sieht es aus? Na, gleich. Mach gleich. Nicht jetzt? Ne, gleich. Und hier, ne? Da kommt das Öl rein. Wo ich nur mal sagen. Nur mal an der Stelle erwähnt. So. Was hier irgendwelche Halterungen? Ach, jede Menge. Natürlich. Natürlich, Halterung, ach Gott. Da ist ja erstmal ein halbes Video mit Halterung abschrauben beschäftigt. Ja, normal. So, hier noch. Das sind die Halterung. Ach ja, guck mal, hier sind noch die Kerzen drin. Gut, dass ich eben mal so drüber gegangen bin. Die hätte ich jetzt gar nicht gesehen. So, und wieder Halterung. Jawohl. Und hier, Halterung. Und die Ansaugkrümmer. Auch jede Menge. Und die Kerzen. Mach raus. Mach alle Kerzen raus. So. Schön hell im Dunkeln, wenn du alle Kerzen anmachst. Das ist bald die Weihnachtszeit, da brauchen wir alle Kerzen. Stellen wir uns hier auf den Fensterband. Wunderbar. Sehr romantisch. Der romantische Autoschrauber. Der Zündkerze am Fensterband. Gehen die auch schon ab? Ja, die gehen auch schon ab.
Dann machen wir das auch. Ja. Das ist alles nur mehr. Nur öfter. Alles dasselbe, aber alles öfter. So, die sind wir nicht. Dafür müssen wir erstmal hier dran. Aber wir gehen erstmal hier rüber. Machen hier noch die Halterung. Da haben wir genug zu tun. So. Mein Gott, ihr kann nicht immer so weit weg. Der kann nicht anders. Der Programm. Der will mich fertig machen. Na, nimm Schraub. Und nimm die Kerzen mit. Jawohl. 12 neue Kerzen brauchst du. Kann sein, dass ich die sogar schon in der Tasche habe. In dem Spielstand habe ich einiges an Zubehör in den Taschen, wo ich schon weiß, das kannst du sowieso nicht reparieren. Das musst du sowieso ersetzen. So Gummilupen und ach, all so ein Zeug halt. Oder auch Teile hier vom Getriebe. Da habe ich mich noch nie drüber ausgelassen, oder? Doch. Ach doch, ich glaube doch. Vielleicht doch. Könnte sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mann, du! So. Mach da los die Schraube. Ja, und dann haben wir das schon gleich. Vielleicht müssen wir noch von der Seite ein bisschen. Aber die Halterungen sind alle raus. Ach, hier, die müssen wir. Ja, mach mal. Und den noch, guck mal, der ist wie neu. Der Krümmer. So, jetzt gehen wir mal hier. Mal hier ist die Getriebeseite, genau. Wieder mal hier rüber. Wieder mal hier rüber. So, mach mal den Deckel ab. Der alte Deckel. Damit wir was zu sehen kriegen. Aha, so ist das also. Ja. Ach, machen wir mal den da oben in die Mitte. Erstmal den hier. Jetzt, ja, jetzt. Ja, nee. Erst die Decke. Erst die Decke. Hier beide Seiten, bitte. Genau. Jetzt geht der raus. Nein, die gehen raus. Okay. So Riemenspanner. So lange Riemenspanner. Dann müsst ihr eigentlich jetzt auch gleich den Gummi benutzen. Na komm. Ja, und dann, jetzt wird es einfacher. Genau, nimm die ab und die ab. Und jetzt kannst du die rausheben. Wunderbar. Nimm den ab. Nimm den. Dann kannst du die rausheben. Nimm den. Dann kannst du das Teil abschrauben. Wie das auch immer heißen mag. Und jetzt kannst du die abschrauben. Ja, genau. Na komm. Guck mal. Sehr schön. Ich glaube, das ist auch für einen Mechaniker ein Erlebnis, so einen Motor auseinanderzunehmen. Ich glaube nicht, dass du einen Motor in dem Wert immer wieder mal in der Werkstatt hast. Also das wäre wahrscheinlich, jetzt sei es kommt, wo du arbeitest natürlich. Aber wenn du so in einer normalen Werkstatt arbeitest, ich glaube, da hast du den nicht so oft. Ich glaube, da ist er dann, da freust du dich, wenn du dann sagst, wow, heute habe ich mal einen 12-Zylinder. Oha. Oha, so sieht er also aus. Aber die Teile sind von der Art her also ne, recht ähnlich. Die Kolben sind wahrscheinlich auch alle hier durch. So, und alles muss natürlich abgeschraubt werden. Kann ich die von hier rausnehmen? Hier, guck mal. Ich kann die von hier rausnehmen. So. Den und den. So. Ja, sind mittlerweile zwei neue DLCs rausgekommen, ne? Ein Porsche ist noch dazugekommen, ein neues. Aber das ist natürlich... Ja, ob ich jetzt den oder einen Porsche auseinanderschraube, erinnert am Spiel eigentlich nicht viel. Ich meine, gut, ist natürlich
für Leute, die Porsche-Liebhaber sind und sagen, ja, hier, mein Auto, wie kann ich hier selber auf den schauen? Da macht das natürlich Sinn, aber ich weiß auch nicht, ob das, wie realistisch das ist. Ich denke mal, vom System her wird das genauso sein wie hier, wo die Optik wird halt Porsche sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich ein anderes Spielsystem dahinter steckt. Ach, mach mal hier die Dinger schon mal raus, genau. Bin gerade hier. Mach die mal raus. So. Die müssten hier mal so eine DLC mit Oldtimer bringen. Das finde ich gut. Dass hier noch Oldtimer auseinanderschrauben kannst. Und finden kannst. So richtig alte Karren. Nicht so diese Ami-Schlitten aus den 60ern. Sondern so richtige, so aus den 30er, 40er Jahre, so ganz alte. Das fände ich total geil. Aber da machen sie wahrscheinlich, wenn überhaupt, ein eigenständiges Spiel raus. Ne? So, das ist der Block und das war's. Meine Lieben. Wir können anfangen zu reparieren und dann können wir wieder montieren. Und dann schauen wir mal. Oh je, jetzt geht's los. Jetzt wird's teuer. Konzentration, volle Konzentration. 11 Seiten. Ah. Nicht gucken, was kommt als nächstes. Einfach nur auf die Reihe gucken und im grünen Bereich bleiben. Alles andere ist uninteressant. Nichts kaputt machen. Und nicht gucken, oh, jetzt kommt gleich was Teures. Dann ist nämlich schon nervös. Kinder doch. So. Ja, der war schon wieder böse gelegt. Preiswertes Teil, aber böse gelegt, der grüne Bereich. Also, wir wollen hier ohne Misserfolg durch. Wenn es geht. Ich meine natürlich immer, aber er geht nicht. Weil ich mich ablenken lasse. Das ist ja alles. Bah, aber das war ein Billigteil, mein Gott. Das war nicht so schlimm. Trotzdem war ein Misserfolg, Opa. Ja, trotzdem. War nicht so tragisch. Das war so ein 40-Euro-Teil. Das ist okay. Bei so einem Auto. Da kriegen wir noch so eben hin. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr investieren müssen, um alles neu zu haben. Ich will gar nicht wissen. Da kommt die ganze Radaufhängung an. Das sind alles noch Teile, wo ich sage, ja, ja. Interessant wird es da gleich. Oh, 58% hat er getrieben. Müsste doch einen relativ großen grünen Bereich geben, oder? Ich hoffe es. Er gibt übrigens gar keine Kardanwelle. Guck mal, dann hast du sowas dazwischen, ne? So ein 50 Cent. Und was machst du kaputt? Und natürlich das Getriebe, ist doch normal. Was sonst? Hier. Da, Unwählen. Aber egal. Noch nie drüber gesprochen. Erste Mal in meinem Leben. Oh, Getriebe ist schon durch. Habe ich nicht mitgekriegt. Gott sei Dank. Eigentlich war es ja dann so, wie ich es haben wollte. Wenn ich genau drüber nachdenke. Ja, das ist auch ein tolles Teil. Das könntest du auch ruhig reparieren. Das schadet nicht. So, bei 12 Zylindern bin ich mir ziemlich sicher sowieso alles teuer motortechnisch. Genau wie das, was ich gerade hatte. Wo ich jetzt nicht hingucke, was das heißt, wie es heißt. Aber was ganz oben drauf war. Oh, da ist so eine Abdeckung. Trotzdem. Da kommen die Zylinder an. Oh, das hat noch gereicht. Wir dürfen noch mal reparieren. Ich wollte mich nicht ablenken lassen. Jetzt geht er ja doch schon wieder los. Mensch, macht doch nicht so was. Nur weil die Nockenwellen kommen. Und die Zylinderköpfe. Da kommen sie halt. Machst du fertig. Und dann kommen die doofen Halterungen. Oh, 1000 Stück. Ja, machen wir. Kriegen wir alle hin. Alles nur 12 Seiten Halterung. Super. Ich bin nur begeistert. So,
Na, guck mal. Nur Alto. Die wären nicht so teuer gewesen, die zu kaufen. Da kommt der Motorblock. 45% hat er noch. Naja. Vielleicht haben wir sogar, aber nein, wow, das habe ich gar nicht über nachgedacht. Die von gleich. Auch eine zweite Chance. Nein, nein. Der wird direkt. Der muss direkt, muss der kommen. Oh. Ja, so sieht es wohl aus. Ja, so ist richtig. Naja, bis auf einen kleinen, na guck, da geht alles noch. Bis auf einen kleinen haben wir doch alles gerettet. Gerettet. Haben wir es gerettet. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen 40 Minuten. Dann werden wir in der nächsten Folge den Motor wieder zusammenbauen und alles wieder montieren. Und dann hoffe ich mal, ne, dass wir ein neues Auto haben und ganz viel Kohle damit verdienen. Und ja, auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke gehen wir auf jeden Fall. Auf die Rennstrecke weiß ich nicht. Da bin ich einfach mit der Maussteuerung, mit der Tastatursteuerung viel zu schlecht für. Den fahre ich bestimmt gegen die Wand. Da tut bestimmt Aua. So im, ich meine, im Spiel ist es egal. Aber so im Herzen tut das Aua, wenn, aber wir gucken. Und lackieren werden wir den vielleicht auch. Wenigstens mal gucken, was möglich wäre. Na gut, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bei Opa Hemi, bei Maserati oder was auch immer das für ein Auto ist. Und bei den Car-Mechanik-Simulator 21. Macht's gut, bis dann. Tschüss.